Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Der erste Aufgalopp. Spiel gegen Wegberg wurde ja auch noch verlegt. Das folgt dann an Aschermittwoch. Heute geht es erstmal an den Alltag. Von Duna komplett in Rot. Von links nach rechts. Paderborn in Schwarz von rechts nach links. Kommt aber lang. Der kommt scharf und André Weiß verliert die Kugel und der Ball war im Tor. Aber der Schiedsrichter winkt es weg. Assistent hat dann Zeichen gegeben. André Weiß, der die Kugel da aus den Händen verliert. Wir sehen es hier nochmal. Die Flanke kommt scharf. Vielleicht war der Ball sogar noch vor der Linie. Stanilewitsch. Viel Platz geschaffen. Kopfball gegen die Laufrichtung. Vielleicht die zweite Chance. Ball immer noch im Strafraum. Und der ist immer noch nicht geklärt. Abschluss aus der zweiten Reihe. Vatarilo Serdic. Und für die Offensive wurde ja auch nochmal nachverpflichtet. Oh, gut freigespielt. Danny Breitfelder mit der großen Gelegenheit. Aber scheitert an Willicke. Zambrano mit einem Riesenball auf Friedrich, der jetzt im 1 gegen 1 setzt sich durch. Möchte da den Kontakt haben. Schiedsrichter winkt sofort ab. Friedrich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber es gibt keinen Elfmeter. Und jetzt ist dann genügend Zeit, mal den Schiedsrichter damit zu behelligen, was da passiert ist. Wir schauen es uns an. Friedrich macht den Haken, zieht nach innen. Boah, schwierig auf die Entfernung. Das Bein geht auf jeden Fall raus. Friedrich geht aber auch früh in Richtung Boden. Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. Bilogrewitsch, Bilogrewitsch! Da war mal der erste richtige Abschluss. Und André Weiß muss dann in der 42. Minute auch mal wieder zupacken. Welcher mit Stanilewitsch. Die Idee war nicht schlecht. Krumme aber zur Stelle. Ja, das sah ganz unglücklich aus. Bilogrewitsch liegt noch, aber Ball läuft. Ball in den 16er, zurückgelegt und wieder ein Paderborner Bein dazwischen. Breitfelder mit Langer. Breitfelder macht es selbst vors Tor. Zweite Gelegenheit. Und irgendwie fliegt der Ball am Pfosten vorbei. Die Flanke war nicht schlecht. Der Ball rutscht durch und der Steinkötter sogar am Ende der sich fragt, wieso er den Ball überhaupt erhält und dann aus kurzer Distanz nur den Außenpfosten trifft. Hätte ja fast den Elfmeter rausgeholt. Ansonsten wie alle Paderborner ohne richtige Abschlussgelegenheiten. Und ja, Flankenwechsel und der erste Kontakt passt auch. Justin Steinkötter im Fünfer. Kann er den Ball nicht kontrollieren? Und da war das erste Mal richtig Tempo drin. Gut verlängert, Breitfelder. Ist aber alleine. Versucht die Seite zu wechseln, etwas zu flach. Zweite Möglichkeit für Langer. Steinkötter! Jetzt häufen sich die Chancen. Justin Steinkötter mit der dritten guten Abschlussgelegenheit.
Ecke jetzt aus dem Halbfeld. Bravo Sanchez. Der Ball rutscht irgendwie noch aufs Tor. Abschluss kam von Ermolaev, aber Weißpack zu. Diesmal sieht es sogar aus, als würde es eine Person mehr geben. Fehlpass und Kontergelegenheit Paderborn. Leicht durchgesetzt und im Strafraum. Und die große Abschlussgelegenheit für Ermolaev. Wienika macht den nochmal scharf. Steinkötter! Und da war sie nochmal, die große Gelegenheit auf den späten Siegtreffer. Marvin Mika macht's gut, Steinkötter kommt ebenfalls in eine gute Position und schließt aber wieder viel zu zentral ab. Schiedsrichter lässt noch laufen, 3 Minuten sind schon rum. Vielleicht gibt's noch eine Gelegenheit, Budimbo macht die Seite auf. Ball in den Strafraum und wieder der Abschluss vom eigenen Mann geblockt. Und das war's dann auch. Und die Fortuna lässt ehrlicherweise 2 Punkte liegen. Beide Teams trennen sich torlos. Beide Teams schaffen es nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen und beschließen diesen Spieltag damit mit einem 0:0. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.